Heute geht es um diesen schönen Pinpointer, den ich mir gekauft habe. Den wollte ich jetzt einfach mal auspacken und euch ein bisschen was über die Settings zeigen, über die Reichweite und ob der überhaupt gut ist oder nicht. Also der kostet nämlich ganz schön was. Also eigentlich nicht so viel, ist eigentlich recht günstig. 130 Euro oder 140, 50, irgendwie so. Ich habe ein bisschen günstiger gekriegt. Also das als erstes mal nur der Pinpointer dabei, mit einer Tasche. Hier oben ist so ein Ring dran, damit man den nicht verliert. Man kann dann da zum Beispiel ein Bändchen dran machen. Ist dann Aufkleber dabei. Und nee, brauchst du dann also. Der ist wasserdicht. Man kann ihn also einfach abspülen im Waschbecken, wenn man ihn hatte und mal sauber machen möchte. Bis zu 3 Meter wasserdicht. Ich habe mir den extra geholt, weil ich im Sommer möchte ich den Strand absondeln unter Wasser und dafür brauche ich den. Also man schaltet ihn ein, indem man einfach den Knopf hier drückt lässt. Nee, man drückt einfach nur immer kurz drauf. Man kann an den Settings noch was verändern und zwar kann man nur Vibration anmachen. Dazu lässt man den Knopf hier drückt. Dann fängt er an zu blinken. Und wenn ich jetzt einzelne Drücker mache, also einzeln drücke, dann kann ich die Settings quasi durchschalten. Und wenn ich nichts mehr drücke, dann rastet er quasi auf das Setting ein. Also ich lasse hier drückt. Ups. Also erstmal nochmal ausmachen. Anmachen. Dann die drückt lassen. Dann ist man im Settings-Modus. Jetzt kann man die Settings durchschalten. Das ist jetzt der niedrigste Modus, wo er nicht so weit geht. Jetzt ist er darauf eingerastet. Man sieht, man muss sehr nah ran. Ich werde das nachher noch detaillierter zeigen mit dem Empfang, mit der Reichweite. Aber nur im höchsten Modus. Also ich mache ihn jetzt nochmal aus. Jetzt mache ich ihn an. Dann lasse ich gedrückt. Und jetzt mache ich ihn an. Jetzt lasse ich gedrückt. Jetzt bin ich im Modus. Einmal drücken. Schlechtester Modus, mittelbester Modus und das ist jetzt der weiteste Modus. Jetzt rastet er irgendwann ein, fertig. So. Man sieht, jetzt ist es schon wesentlich weiter. Man kann ihn aber auch nur auf Vibration schalten. Dazu macht man den halt einmal an, lässt ihn drückt und schaltet die Settings durch, bis er nur noch einmal oder dreimal vibriert. Weil irgendwie halt jetzt zu lange gewartet. Also nochmal. Einschalten, gedrückt lassen. Dann die Settings durchschalten. Jetzt bin ich im Vibrationsmodus. Jetzt hat er dreimal vibriert. Und jetzt rastet er gleich ein. Und jetzt vibriert er einfach nur noch. Möchte ich natürlich nicht haben. Natürlich in diesem Modus haben. Ach ja, und einen kleinen Trick möchte ich dann auch noch mal zeigen, wie man die Reichweite noch erhöhen kann. Aber jetzt machen wir erstmal den Reichweitentest. Fangen wir mal hier an. Das ist jetzt quasi die Nullgrenze. Nehmen jetzt mal den Knopf. cm. Kleinen Heiligenanhänger. 25 cm. Silberne Anhänger. Also, ich meinte natürlich 6 cm und 5 cm. Ja, auch 6 cm. Ja, jetzt mal dieses riesige Verwundenabzeichen. Auf 9 cm. Einen silbernen Ring.
3 cm und so auf 6,5 cm. Ein Reichspfennig von 1800 irgendwas. Zentimeter, 10 Reichspfennig, 1940 oder so, 6 cm, diese riesige Münze hier, 7 cm, locker, nochmal 10 Reichspfennig, anderes Material, 5,9 cm und ein Kreuzer. 5 cm, 5 Rentenpfennig, 5,5 cm. Jetzt kommen wir zu diesem Tuning-Trick, wie man die Reichweite noch erhöhen kann. Ich denke mal, die meisten von euch kennen das ja. Das YouTube ist voll mit Videos davon. Funktioniert auch bei dem alten, wie gesagt. Man nimmt dafür eine Münze oder irgendwas und befestigt die dann hier irgendwo unten oder an der Seite mit Klebeband oder irgendwie an den Pinpointer. Und zwar genau an der Stelle, wo er nicht mehr reagiert. Also ganz knapp. Nimm dafür diesen Knopf hier mal zum Beispiel. Leg den mal hier auf die Kante und jetzt tue ich den Knopf in Position bringen. Und jetzt zeige ich euch mal die Reichweite. Der Ring jetzt für eine Reichweite hat. 10 cm. Ups. Moment. Der reagiert jetzt schon bei 10 cm. Jetzt nehme ich den Knopf weg. Sind auch 6 cm. Also knappe 4 cm Gewinn gemacht. Aber man braucht es doch eigentlich gar nicht. Das reicht doch, wenn man den einfach so nimmt. Man findet doch die Gegenstände super dann. Also ist ein guter Pinpointer. Mann. Ausmachen. Das ist ein schöner Pinpointer. Bereut nicht, dass ich den gekauft habe. Wer sonnelt, sollte auf jeden Fall einen Pinpointer haben. Und wie man hier schon auf den Bildern erkennen kann, für Unterwassersuche im Flachwasser ist der perfekt, weil der ist wasserdicht. Und hat auch noch eine andere coole Funktion, und zwar eine Alarmfunktion. Sollte man den mal verlieren im Wald oder irgendwo. Also macht ihn, und der ist quasi noch an, ne? Der bleibt dann einfach eine Weile so liegen. Irgendwo, man verliert den und weiß nicht mehr wo. Dann fängt er irgendwann dann an zu piepen. Für eine Weile. Und dann hat man die Chance, ihn schnell zu suchen und dem Piepen zu folgen und ihn wiederzufinden. Und dann schaltet er sich aber dann ab irgendwann. Also finde ich ein gutes Feature. Für die Leute, die mal ihre Pinpointer verlieren. Oder man macht sich einfach ein Band dran, dann kann man auch nicht gar nicht erst verlieren. Ich lasse ihn jetzt mal hier liegen und dann könnt ihr euch mal den Sound anhören, wie sich das anhört, wenn der verloren geht. Ja, das ist es auch schon. Das Alarmsignal. Alle 30 Sekunden oder so macht er dann so ein komisches Piepsen. Das macht er 5 Minuten lang. Und danach geht er aus. Für die, die doch mal wissen wollten, wie dieses Alarmsystem funktioniert. Wenn euch dieses Review gefallen hat, dann schreibt es mir einfach in die Comments. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt es auch in die Comments. Mir hat es nicht gefallen, das Video. Deswegen habe ich schon Dislike abgegeben. Weil, war langweilig. Und davon den Videos gibt es ja auch schon hunderte. Aber ich wollte auch mal eins in Deutsch machen. Ich werde den Pinpointer in 2-3 Monaten mitnehmen zum Tauchen. Wenn ich dann so 2-3 Meter runtertauche. Und da werde ich auch filmen. Und da werde ich den benutzen. Und da könnt ihr euch den mal unter Wasser angucken. Aber es gibt eigentlich einen Haufen Videos auf YouTube, wie der unter Wasser funktioniert und so weiter. Durch die Vibration merkt man das ja super. Vielleicht hört man sogar das Piepen unter Wasser. Naja. Tschüss.